Ich glaube, dass früher Film und Fernsehen versucht haben, ein Abbild der Gesellschaft zu liefern. Heute glaube ich, dass die Medien uns vorschreiben, wie wir zu sein haben. Es gibt sehr viele Menschen heute, die kein eigenes Leben leben, sondern sich leben lassen. Ich glaube, dass die Medien heute Wirklichkeit erschaffen. Und wenn man sich die Medien anguckt, kann es nur eine verblödete Wirklichkeit sein. Das Leben ist oft ein großer Täuscher. Da gibt es Freunde, da gibt es Partys, da gibt es Vergnügungen, da gibt es Entertainment, wie man das heute nennt. Aber im Grunde genommen sind wir allein. Und wenn wir das erkannt haben, haben wir schon viel erkannt und können vielleicht sogar Freunde finden. Ja, ich glaube zunächst einmal, dass ein Regisseur kein Dompteur sein sollte, sondern wirklich nur ein Dirigent von Einzelkünstlern. Ich glaube an den Künstler schlechthin. Das heißt, ich mag es nicht, mit Marionetten was zusammenzumachen, sondern mit eigenständig kreativen Menschen, die ihre eigenen Ideen einbringen. Heute, und das ist durch die Digitaltechnik möglich, kann man Filme machen, die, wenn man Filme machen will. Die meisten wollen keine Filme, sondern Geld machen. Wenn ich heute einen Film mache, gehe ich das Risiko ein, dass ich damit auf die Schnauze falle. Das nennt man Filme machen. Das andere heißt Steuergeldverschwendung. Und hier wird mit öffentlichen Mitteln, mit Steuermitteln, jeder Scheißtrick finanziert, den man sich vorstellen kann, auf Kosten der Steuerzahler. Und ich sehe nicht ein, warum wir, wenn wir eine Idee haben, den Steuerzahler dafür zahlen lassen sollen, dass wir blödsinnige und verrückte Ideen haben. Filmemacher sollten aus dem Bauch, aus dem Herzen, manchmal auch aus dem Hirn, sofern es vorhanden ist, Filme machen und sich nicht so sehr als Propheten oder Meinungsverkünder Fragen stellen, ist das Wichtige. Antworten muss der Zuschauer finden, sollte er finden, kann er finden. Und ich glaube, dass das Leben selbst ein großes Chaos ist, dem ein roter Faden inne liegt. Aber was ist die wirkliche Antwort? Ich weiß sie nicht. Und wenn ich sie wüsste, würde ich keine Filme mehr machen.